Eigentlich wollte ich für heute ein neues Video zur Landtagswahl im Saarland drehen, aber bis Sonntagmittag gab es noch immer kein Umfrageergebnis aus dem Februar und so habe ich mich dagegen entschieden, da ja in den letzten Tagen zu viel beim Bundestrend passiert ist. Deswegen schauen wir heute nach NRW und blicken mal darauf, wie es denn aktuell so aussieht dort. Der Stand der Dinge für dieses Video ist der vergangene Sonntagmittag, das ist der 6. Februar gewesen. Und ihr seht hier ja schon die Umfrageergebnisse, die bis dahin reingekommen sind. Und für dieses Video von besonderer Bedeutung sind das Ergebnis von INSA vom 3. Februar und von InfraTestima vom 30. Januar. Alle anderen Umfrageergebnisse klammere ich einfach mal aus. Die sind dann eben schon zu veraltet, auch das von der Wahlkreisprognose. Gerade auch weil viel in den letzten Tagen im Bundestrend passiert ist, will ich eben das von der Wahlkreisprognose nicht beachten. So, die Landtagswahl selbst in NRW, das sei an dieser Stelle gesagt, die findet am 15. Mai statt. Da ist also noch ein bisschen Zeit hin, bis es soweit ist, aber trotzdem lohnt sich ein Blick nach Nordrhein-Westfalen eigentlich immer. Ja, wie sieht es denn jetzt aus bei InfraTestima? Wie sieht es denn jetzt also aktuell aus in NRW? Und da muss man sagen, es ja, sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang 1 aus zwischen der SPD auf der einen und der CDU auf der anderen Seite. Bei InfraTestima gibt es einen Gleichstand, bei INSA liegt die SPD 2 Prozentpunkte vor der CDU. Aber würde jetzt gewählt werden, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die CDU eben dann doch die Nase vorne haben wird vor der SPD. Denn wenn man sich die Direktkandidaten, also die Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt anschaut, dann ist der Kandidat der CDU eben deutlich beliebter. Der Kandidat der CDU ist nämlich der amtierende Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst. Und der hat deutlich bessere Werte als ein Herausforderer von der SPD, nämlich Thomas Kutschaty. Hendrik Wüst, da sage ich ein paar Worte zu ihm kurz, ist ja noch gar nicht so lange der Ministerpräsident von NRW. Er hat dieses Amt nämlich erst am 27. Oktober 2021 von Armin Laschet übernommen, das heißt während der Legislaturperiode, und er führt damit zum ersten Mal die CDU in eine Landtagswahl rein in NRW und er führt sie auch eben zum ersten Mal an in NRW. Ja, wenn wir uns also die Werte einmal noch etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Werte sowohl bei der SPD als auch bei der CDU unterhalb des Wahlergebnisses von 2017 liegen. Und für beide Parteien wäre ein schlechteres Ergebnis als 2017 schon nicht so toll. Für die SPD wäre es nämlich dann das historisch schlechteste Ergebnis, das sie aufstellen würde. Die 31,2% von 2017 sind nämlich bis dato der Tiefstwert bei einer Landtagswahl in NRW. Und ja, die CDU würde mit einem schlechteren Ergebnis als 2017 mindestens mal das zweitschlechteste Ergebnis holen. Denn das Ergebnis von 2017 ist eben das zweitschlechteste in ihrer Geschichte in NRW. Und unter Umständen wäre sogar auch das schlechteste Ergebnis drinne. Das waren 26,3% 2012. Aber ich würde sagen, ja, die SPD, pardon, die CDU ist auf einem guten Weg, zumindest nicht das historisch schlechteste Ergebnis einzustellen. Nichtsdestotrotz, diese beiden Parteien, ja, liefern sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit aktuell schlechteren Werten als bei der letzten Landtagswahl, aber trotzdem wird einer der beiden Männer, also Kutschaty oder Wüst, der nächste Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sein, beziehungsweise im Falle von Hendrik Wüst würde er einfach die Position behalten. Hinter SPD und CDU haben wir die Grünen, die sind solide auf Rang 3, liegen bei 14 bzw. 17% und damit deutlich oberhalb des Ergebnisses der letzten Landtagswahl. Mit diesen Werten von 17 oder auch 14% würden die Grünen auch einen historischen Höchststand erreichen in NRW und damit zum vierten Mal in ihrer Geschichte zweistellig werden bei einer Landtagswahl in NRW. Das bis dato beste Ergebnis haben sie 2010 mit 12,1% erzielt. Die FDP liegt auch im zweistelligen Bereich. 10 bzw. 12% sehen wir hier. Das sind Werte, die unterhalb des letzten Wahlergebnisses liegen, aber immerhin noch im zweistelligen Bereich sind. Die FDP würde genauso wie die Grünen damit zum vierten Mal in ihrer Geschichte zweistellig werden bei einer Landtagswahl in NRW. Das historisch beste Ergebnis werden die Liberalen aber anscheinend nicht einstellen können. Das sind eben diese 12,6% von 2017. Zumindest aktuell sieht es nicht danach aus, als könnte die FDP diesen Wert wirklich überragen. Die AfD auf dem fünften Rang liegt bei 8% und damit im Prinzip auf dem Niveau der letzten Landtagswahl. Der Einzug in den Landtag ist in diesem Fall auch gar nicht gefährdet. Gefährdet ist er aber bei der Linken und es sieht auch tatsächlich nicht so aus, als könnte die Linke in den Landtag von Düsseldorf, also von Nordrhein-Westfalen, einziehen. 3 bzw. 4% sind es und ja, es sieht nicht so aus, als könnte die Linke da gerade, wenn jetzt zumindest gewählt werden würde, den Einzug schaffen in den Landtag. Die sonstigen Parteien liegen bei 6 bzw. 8%, haben zwar mehr Stimmenanteile als bei der letzten Landtagswahl, aber es ist nicht bekannt, dass eine der sonstigen Parteien der 5%-Hürde wirklich gefährlich werden würde und den Einzug in den Landtag schaffen könnte.
Schauen wir mal auf die Veränderungen im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Da sehen wir einen ganz, ganz großen Balken im positiven Bereich. Der gehört den Grünen, plus 9,1 Prozentpunkte. Und es sieht nicht danach aus, als würden die Grünen bis zur Wahl noch so einbrechen, dass sie nicht den größten Gewinnbalken haben könnten und nicht einen großen Wahlerfolg feiern könnten. Also sie werden ja deutlich besser dastehen als bei der letzten Wahl und wohl auch ein Rekordergebnis einfahren. Also die Grünen können schon zufrieden sein. Natürlich waren die Werte im Laufe der Legislaturperiode auch schon mal besser gewesen für die Grünen, aber trotzdem steht immer noch ein sattes Plus hier, eben von 9,1 Prozentpunkten. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so richtig einen Gewinner. Die sonstigen, das sind ja viele, also plus 2,5 Prozentpunkte. Die AfD liegt nur minimal im positiven Bereich, plus 0,6 Prozentpunkte. Und ansonsten sehen wir ja nur Verlustbalken. Und die sind unterschiedlich stark. Linke und FDP haben in gewisser Weise noch moderate Verluste von 1,4 bzw. 1,6 Prozentpunkten. Aber dann haben wir schon bei der SPD einen größeren Verlustbalken von 3,2 Prozentpunkten. Und bei der CDU sieht es ganz schlecht aus, was die Verluste betrifft. Nämlich 6 Prozentpunkte sind das weniger als bei der letzten Landtagswahl. Aber, und das ist eben das große Aber, die Entwicklung der letzten Zeit war eine zugunsten der CDU. Der Verlustbalken war nämlich schon deutlich schlechter gewesen, deutlich mehr im negativen Bereich gewesen. Und seit dem letzten Video, da war der Stand 18. bis 27. Oktober, also der Zeitraum, den wir uns betrachtet haben, hat die CDU eben 5 Prozentpunkte dazu gewonnen. Also die Entwicklung der letzten Zeit ist eben, wie ich eben gesagt habe, positiv für die CDU. Und das hat eben auch dazu geführt, dass das Rennen um Rang 1 aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Mit sogar, würde ich sagen, Vorteilen für die CDU, auch wenn sie im Schnitt noch einen Prozentpunkt hinter der SPD liegt. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel die SPD im gleichen Zeitraum 2,5 Prozentpunkte verloren, die FDP sogar 3,5 Prozentpunkte. Da sieht man mal auch so eine Wählerwanderung, würde ich jetzt sagen, von der FDP hin eben zur CDU, die sich da in letzter Zeit gezeigt hat. Ja, die Grünen übrigens, die haben auch ein bisschen was verloren, 1,3 Prozentpunkte, haben also etwas von ihrem Gewinnbalken eingebüßt. Die Linke und die AfD haben zugelegt, die sonstigen sind konstant geblieben. So, jetzt sind natürlich Gewinne und Verluste ganz schön und nett, wenn man sich die anschaut. Am Ende des Tages geht es aber immer noch um die Sitzverteilung und die Koalitionsoptionen und die schauen wir uns jetzt an. Es gibt regulär 181 Sitze im Landtag und davon würden aktuell 57 auf die SPD entfallen, 31 auf die Grünen, 22 auf die FDP, 55 auf die CDU und 16 auf die AfD. Und wenn wir auf die Koalitionsoptionen blicken, dann ist die Sache eigentlich relativ einfach erklärt. Es gibt einmal die Option SPD plus CDU, dann die Ampel und die Jamaika-Koalition. Alles andere geht eben nicht. Das bedeutet eben auch, CDU und FDP, das aktuelle Regierungsbündnis, wird nach der Wahl so in dieser Form nicht mehr weiter regieren können. Dafür ist jetzt schon der Rückstand zur absoluten Mehrheit zu groß und es sieht nicht so aus, als könnten irgendwie CDU und FDP zusammen so stark werden, dass sie es wirklich zur absoluten Mehrheit schaffen würden. Also das heißt, wir haben drei Optionen und ja, so wie es aussieht, wird es am Ende vom Verhalten von Grünen und FDP abhängen, welche Koalition gebildet werden wird. Also man kann klar sagen, egal ob SPD oder CDU auf Rang 1 landen wird, beide Parteien werden die Chance haben, über eine Koalition den nächsten Ministerpräsidenten oder insgesamt den Ministerpräsidenten stellen zu können. Und es ist dann eben die Frage, ist es dann so, dass Grüne und FDP sich auf die Seite der CDU schlagen werden oder auf Seiten der SPD? Deswegen würde ich SPD plus CDU eher erstmal ausklammern. Es geht eigentlich um diese Dreierbündnisse, würde ich sagen. Und ja, die Frage ist, wie verhalten sich eben die kleineren Bündnispartner in diesen Konstellationen? Kann mir aber gut vorstellen, dass eben die FDP in NRW doch sehr stark mit der CDU zusammenarbeiten will und deswegen ein SPD-geführtes Regierungsbündnis eher etwas unwahrscheinlich ist. Ist jetzt aber erstmal nur eine These und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn denkt, was denn die nächste Koalition sein wird. Das soll es erstmal zu diesem Video gewesen sein und so setze ich mal abschließend einen Punkt.